Hier habe ich was ganz Feines. Oh mein Gott. Hier habe ich von Marvel Avengers den Handschuh. Ich wollte ihn mir erst nicht bestellen, weil er einfach so abgefahren teuer war. Ja, aber dann habe ich ein paar Videos davon gesehen oder ein paar Bilder. Und dann, ja, oh mein Gott, du musst ihn bestellen. Es ist eigentlich zu schade, ihn auszupacken. Aber ich werde es trotzdem tun, weil es ist mir egal. Es ist auch zu schade, dieses Ding einfach nur hupsala irgendwo rumstehen zu haben. Beziehungsweise in der Verpackung rumstehen zu haben. Ich bin so aufgeregt. Er ist so verdammt riesig, dieser Handschuh. Hier haben wir einen Batteriefall. Gott, er ist so verdammt riesig, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich da mit meinen Fingern reinkommen soll. Oh Gott. Er ist so derbst riesig. Oh nein, ich krieg ihn nicht zurück. Ich krieg meine Finger nicht zurück. Oh Gott, er ist so riesig. Jetzt müsste ich gucken, ob es hier vielleicht einen Knopf oder ähnliches gibt, womit ich den irgendwie zurückkriege. Ich weiß es nicht. Kann mir einer helfen, bitte? Oh mein Gott, sie gehen nicht zurück. Warum nicht? So, den Finger habe ich. Der Finger ist bei mir definitiv viel zu kurz. So riesig, man hat da drinnen halt so eine, wenn man das sehen kann, man sieht schlecht, man hat da so eine Laschen drin, wo man reingreifen kann. Und der Handschuh, er rastet ein, aber, okay, hier hätten wir die, um zu lösen haben wir da, das heißt, wir können die so anziehen, so, boah, oder ich lasse einfach den Finger so, zack, man macht es zurück und dann bleiben die Finger, jetzt habe ich es gerafft. Wenn man die ranzieht, bleiben die eingerastet. Gut. Und hier kann man die wieder lösen. Gut, nice. Ich habe jetzt natürlich keine Batterien da. Und wenn man das so lässt, dann kann man die Finger einfach so bewegen. Nicht, dass ich da mal eine Tasse Kaffee mitgreifen könnte, aber sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Macht, glaube ich, auch Licht und Sound, wenn ich Batterien hätte. Aber habe ich leider nicht da. Sie. So, jetzt könnt ihr euch das Ding mal angucken. Also das ist wirklich vergleichsweise zu meiner Hand. Meine Hand ist schon relativ klein. Also ich komme so bis hier rein und dann kann ich hier so ziehen. Sehr riesig, aber er sieht natürlich auch wirklich sehr, sehr geil aus. Ich sag mal, ich werde den dann wahrscheinlich so auf mein Regal stellen. So. Wirklich gut aus, oder? So, jetzt habt ihr das Ding mal gesehen. War jetzt nicht so das aussagekräftigste Unboxing, aber ich habe einfach gerade echt schon, glaube ich, 10 Stück gemacht oder so. Die muss ich auch gleich noch alle hochladen. Ich wünsche euch noch einen schönen nerdigen Tag. Bis dann, ciao.